Ja, hallo, servus und grüß euch, herzlich willkommen zurück. Unsere Direktorin hat Muskelschmerzen, Schulterschmerzen, keine Ahnung. Wir müssen einen Alternativplan entwickeln. Letzte Folge, ja, der Prototyp war jetzt nicht so optimal. Also, guten Tag. Wir brauchen mehr Schwarzsteinprismen, um die Maschine in Gang zu bringen. Darling hat noch ein Labor in der Schwarzsteinverarbeitung in Erwartung. Dort müssen die Prismen sein. Ich war bereits in Erwartung. Ich finde mich zurecht. Aber wie lange dauert das? Nichts hier ist einfach. Ich muss Sie jetzt fragen, bevor ich gehe. Ich muss zuerst etwas wissen. Was wissen Sie über Dylan Faden? Ich habe die Frage erwartet. Es geht hier um Leben. Und wir müssen diese Maschine unbedingt zum Laufen bringen, um diese Leben zu retten. Danach können wir reden, Direktorin Faden. Ich sage es nur ungern, aber sie hat recht. Ich bin die Einzige, die helfen kann. Gut, ich besorge erstmal die Prismen. Dylan muss halt noch länger warten. Aber nennen Sie mich nicht Direktorin. Jessie reicht. Sagen wir Faden. Hier, Sie brauchen diese Schlüsselkarte. Danke. Emily Pope hat eine Basis in der Geschäftsleitung. Wenn ich das Prisma habe, treffen wir uns dort. Gut. Ich mache mich sofort auf den Weg. Wenn Sie Darling sehen, bringen Sie ihn her. Er könnte helfen, all das zu beenden. Mit nur einem einzigen großen HLV. Jetzt ist er da. Nicht mehr lange, dann erreicht uns eine andere Art von Resonanzen. Böse, virale, invasive Resonanzen. Und dafür sind die Hadron-Resonanzverstärker da. Um den Schutz einzufangen, den Hadron bietet. Und unser Überleben zu wahren. Hier, dies führt zurück zur zentralen Forschung. Super, weil das war meine größte Angst. Ich habe keine Ahnung, wie wir dort wieder hinkommen. Alles klar. Okay, das macht die Sache leichter und wir haben... So, mal durchchecken. Missionen, Grenzbereich. Untersuche das Objekt der Macht, Röntgenlichtbox. Können wir uns vielleicht irgendwann mal ansehen. Aber ich bin jetzt gerade so richtig schön in der Resonanz. Das haben wir uns angesehen. Oder gerade eben gesehen. Hotline? Was will die Hotline von uns? Jetzt habe ich es zu schnell weggeklickert. War ein sehr seltsamer Zwischentext. Keine Ahnung, was die von uns wollen. Aber ich finde es ja schon mal gut, dass wir da jetzt irgendwie scheinbar zur zentralen Wartung kommen können. Nicht durch diese Tür. Liegt da sonst noch was? Nope. Okay, das war nur die halbe Miete. Über den Lift, oder? Da war man ja schon des Öfteren. Ja, dann nehmen wir mal den Lift. Ich glaube, wir müssen den Lift nehmen. Ach ja, das wird wieder eine von den Folgen, wo ich cutten kann. Oh, Wartungssektor. Na ja, dann, auf geht's. Mal sehen, wie lang dieser Ladescreen ist. Also spätestens jetzt muss ich cutten. Wobei interessanterweise zwischen den Levels lädt es relativ flott hochkommen. Mal schauen. Das ging immer schnell und da jetzt dann hinter dem Pünktchen oder schon davor bleibt es einfach stehen. Und das war halt das Problem bei den Kämpfen. Wenn ich in einem Kampf gestorben bin, waren das tatsächlich, ich habe es beim Rauskarten dann nochmal nachgemessen, also zwischen 2,5 und bis zu 3 Minuten Ladezeit.
keine Ahnung, was für eine Mörder-SSD man braucht. Ich muss sagen, ich habe in meinem alten Kartoffelrechner keine SSD drinnen. Vielleicht würde das noch einiges oder ziemlich sicher einiges an Performance rausbringen. Ich kann es aber halt nicht nachvollziehen. Ich meine, wenn man sich ansieht, andere Spiele, die jetzt grafisch-technisch nicht weiterhin nachsehen, selbst Cyberpunk, wenn du stirbst, bist du relativ instant wieder im Geschehen. Das war auch der Grund, warum ich den Schwierigkeitsgrad ordentlich runtergedreht habe. Ich habe kein Problem mit Herausforderungen, ich habe sämtliche Souls-Teile auf meinem Kanal gespielt. Sterben gehört dazu, gerade bei solchen Spielen. Ich hätte gerne die Herausforderung angenommen, auch da die einzelnen Shooter-Sequenzen zu schaffen, aber nicht für den Preis, dass ich dann 3 Minuten Löcher in die Luft starre. Da muss ich echt sagen, das ist verlorene Lebenszeit, das will ich nicht. So geil ist das Spiel dann auch wieder nicht. Hätte ich es nicht vom Schwierigkeitsgrad her runterdrehen können, würde ich es jetzt auch gar nicht mehr weiterspielen. Bei all den coolen, weirden, abstrakten, parapsychologischen, quantentechnologischen Effekten, die auftreten. Aber das ist schon ein ziemlicher Gamestopper. Und ihr seht ja, wie lange ich jetzt schon wieder quatschen habe müssen. Zwischen ein, zwei Level. Marshall weiß etwas über Dylan. Ist er hier? Geht es ihm gut? Das ist neu. So ist die HAV. Sie können alle retten. Auch Dylan, wenn ich ihn finde. Kannst du ihn schützen? Ich schieß das mal so weg. Wenig? Ich glaube, das gehört das sicher nicht hin. Gehe weiter zur Schwarzsteinverarbeitung. Blackrock Processing. Na gut, ihr wisst, was das bedeutet. Da geht's zur Power Plant. Was haben wir da? Field Tray. Oh, da können wir uns nicht mal nähern. Okay, uncool. Naja, dann gehen wir zur Schwarzsteinverarbeitung. Ich meine, es ist ja alles schön angeschrieben, nur mit meinen ganzen 2-3 Wochen Pause zwischen den Aufnahmesessionen kenne ich mich dann halt voll nicht mehr aus. Das müsste man, glaube ich, in einem Stück durchspielen. Wer schießt denn da auf mich? Ich habe das explosive Teil. Oh, wie er nicht einmal einen Kratzer abbekommen hat. Penner. Na dann, sehen wir uns da mal um. Wir haben das einfach so kaputt. Ah, keine Munition. Kann ich da jetzt rein? Ich hab doch das Fenster zerschossen. Okay, da geht es nur von irgendwo da hinten rein. Ich schätze mal außen rum. Das nenne ich Sicherheitstür, ha? Aber wir sehen uns trotzdem mal um. Au! Von wo? Und das wäre Insta-Dead gewesen. Den Angriff hätte man nicht überlebt. Hätten wir gesäubert, können wir auch in Ruhe die Akten lesen. Warnung, Tensian-Bericht. Schriftverkehr, so. Hören Sie mal zu, Trench. Trench befindet sich auf dem Kriegspfad wegen dieser Tensian-Berichtssache. Er will wissen, wer den geschrieben hat, und er will es am besten gestern schon wissen. Der Schuldige wird geteert und gefedert werden. Ich weiß nicht, ob einer von Ihnen das gewesen ist, und ich will es nicht wissen. Ich bin echt nicht wild darauf, eine Hexenjagd zu leiten. Also sagen Sie allen im Sektor, dass sie sich bedeckt halten sollen. Am besten bleibt man jetzt komplett unbemerkt. Verstanden? Abgesehen von diesem ganzen Irrenkram, mit dem wir es zu tun haben, kann dieser Ort manchmal ein geradezu feindseliges Arbeitsumfeld sein.
Aber vielleicht können wir da jetzt reingehen. Nachdem alle Gegner weg sind. Nein, können wir nicht. Wie kommen wir dorthin? So. Eine gute Verteidigung. Nutzung paranatürlicher Elemente. Munitionstestung an ODM 22, auch bekannt als Heimtresor. Das Objekt der Macht Tresor kann mittels Objekten oder Materialien aus seiner nächsten Umgebung eine Barriere erzeugen. Weitere Informationen in Fallakte ODM 22. Ranger der Behörde erhielten die Erlaubnis, schwere Geschütze gegen einen an diesem Objekt gefundenen Parautilitaria einzusetzen, um die Haltbarkeit der Barriere zu testen. Und Hochgeschwindigkeitsmunition wurde mit negativem Ergebnis getestet. Könnte ich mir vorstellen, wenn das irgendwie so ein cooler Heimtresor ist. Tests werden nach XY weitergeführt. Das Objekt der Macht Tresor ist eindeutig ein praktikabler Kandidat für den Gebrauch in Kampfeinsätzen. Es Parautilitarien zu erlauben, an gewandelten Einsätzen teilzunehmen, könnte ein Vorteil sein, über den es sich nachzudenken lohnt. Klingt nach einem coolen Schild, was wir ja nicht brauchen, weil Schwierigkeitsgrad und so. Level Noob. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Blackrock Processing. Ah ja, da, die geile Sicherheitstür. Ich gehe einfach mal weiter, weil ich könnte mir vorstellen, dass dann sofort wieder die Steine runterknallen. Nein, tun sie nicht. Wow. Ich dachte vielleicht, dass das eine unsichtbare Scheiße. Jetzt kann ich cutten. Na gut, hätten wir mal den Tod. Mal wieder. Wir sehen uns in 15 Minuten oder so. 3 Minuten Ladezeit und der Checkpoint ist ja weil so richtig fies. Mal schauen, ob wir das jetzt alles nochmal neu machen müssen. Da versteckt sich noch eins. Ha! Field Training ist jetzt offen. Aber das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen zur Blackrock Processing. Powerplant. Wo sind wir denn eigentlich da? Ja, da im oberen Bereich. Alter, fall um! So. Ich wollte gerade sagen, wieso kann man da nicht rein? Level 4 hatten wir doch schon. Muss ich jetzt die ganzen Dokumente nochmal neu einsammeln? Moment, da war eins, soweit ich mich erinnern kann. Nein, wenigstens das hat es sich gemerkt. Aber Blackrock Processing. Ich weiß es nicht, müssen wir irgendeinen Schalter umlegen? Wir sehen uns mal um. Und ich dachte vorhin, naja, vielleicht ist das so eine... Irgendwo eine Brücke oder so. Gibt es einen Schalter, den wir freischießen können? Da oben ist etwas. Da drüben sind Verbindungen. Na halt da, wo wir es brauchen, nicht. Blöd. Ja, keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Ich weiß es nicht. So, da ist das Dokument auch weg. Schalter gab es ja keinen. Ja, dann sehen wir uns mal anderwertig um. Oh. Grenzbereiche. Gut versteckt das Ganze.
Ungelesen, Grenzbereiche. Untersuchung paranatürlicher Themen, Grenzbereiche. Zusammenfassung. Das älteste Haus ist ein Ort im Fluss. Grenzbereiche tauchen ohne Warnung auf. Was der Grenzbereich birgt, können wir erst beantworten, nachdem er sich manifestiert hat. Die allgemeine akzeptierte Theorie besagt, dass die Grenzbereiche Dimensionen sind, die auf einer anderen Frequenz anders als unserer vibriert. Auf einer parallelen Frequenz anders als unserer vibriert. Klingt besser irgendwie. Wenn diese Frequenzen übereinstimmen, manifestiert sich der Grenzbereich im ältesten Haus und das Verschieben funktioniert. Andere Theorien besagen, dass der Grenzbereich Paralleluniversen sind oder möglicherweise unsere eigene Realität zu einem anderen Zeitpunkt. Einige glauben, dass sich unsere Sammlung gewandelter Materialien auf das Haus auswirkt oder die Grenzbereiche anzieht. Wir wissen mit Sicherheit, dass die Grenzbereiche nicht permanent sind. Mit der Zeit wird sich ihre Frequenz ändern. Einige glauben, dass die Erde selbst nur ein weiterer Grenzbereich ist, der mit dem Grenzbereich verbunden ist und Wurzeln in einer anderen Realität hat. Diese Theorie mag unmöglich zu widerlegen sein, versucht jedoch irgendwas in allen, die davon erfahren. Sie wird daher aktiv abgelehnt. Ja, das ist ja das Coole irgendwie. Die Stringtheorie, die wurde ja deswegen verworfen, weil es physikalisch keine Möglichkeit geben würde, die Stringtheorie zu beweisen. Und die besagt ja nichts anderes, dass in der subatomaren Quantenebene die Verbindungsteile, wo sind wir denn da? Powerplant. Schwingen. Und durch diese Schwingungen entstehen quasi theoretisch Milliarden oder unendlich viele Kombinationen von Realitäten. So, das Problem ist, die Theorie klingt schlüssig, jetzt grob runtergebrochen, aber es gibt kein physikalisches Experiment, mit dem man das nachweisen könnte. Und so funktioniert ja Wissenschaft. Ja. Ich stelle eine Theorie auf und die muss in Experimenten bestätigt werden. Nur ich kann nichts bestätigen, was in einer anderen Realität stattfindet. Kann man in unserer Realität nicht bestätigen. Deswegen wurde sie ja ad acta gelegt, soweit ich weiß. Die Stringtheorie und so. So. Wir sind mal wieder, wie fast in jeder zweiten Folge, am Klo. Ja, da sind wir jetzt wieder. Ja, das Problem ist, ich wüsste halt wirklich nicht. Gehen wir mal zum Field Training. Das ist ja jetzt auch offen. Akten. Beschwerde eines Trainingskursteilnehmers. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das Training nicht easy ist und dass man da leicht rumheulen kann. Federal Bureau of Control, FBC. Ich möchte hiermit offiziell gegen die unautorisierte Verwendung meiner Stimme in einer Qualität, die ich nicht zugestimmt habe, Beschwerde einlegen. Es wurde mir nicht mitgeteilt, dass man vorhatte, Material von Aufnahmen zu verwenden, die ich für einen Probelauf gehalten hatte. Hätte ich davon gewusst, hätte ich die Verwendung dieser Aufnahmen nie zugestimmt. Ich verlange, dass die aufgenommene Nachricht für den Ranger-Training-Kurs ab sofort nicht mehr verwendet werden. Ich werde diese Erniedrigung von meinen Kollegen nicht tolerieren. Also er hat es nicht geschafft, würde ich mal behaupten. Falls nötig, werde ich die Personalabteilung einschalten. Mit freundlichen Grüßen, Randall Polaski. Ich schätze mal, Randall Polaski hat den Trainingskurs nicht geschafft. Sonst würde er sich nicht so aufregen. Hätte er ihn mit Bravour absolviert, würde er sagen, ja geil, verwendet das Video überall. Am besten auch auf YouTube und Insta und so weiter und so fort. Keine weiteren Informationen zu finden. Track Activator. Also, Start. Also einfach das Lesen? Willkommen zum Ranger Trainingskurs. Der Kurs muss in der vorgeschriebenen Zeit absolviert werden. Drücken Sie auf den Knopf, wenn Sie bereit sind. Ist das alles so? Ich mache Hindernisläufe schon immer. Halt machen, Ranger. Kurs startet in 5, 4, 3, 2, 1. Alter! Ja, mit Controller ist das echt kacke.
Mal schauen, ob wir es schaffen. 30 Sekunden. Wir haben noch so einen Würfel. Shit. Alter, nimm den Würfel. Ja, was soll's. Das schaffen wir nicht. Nein, 5 Sekunden ist die Möglichkeit. Wie viel kommt denn da noch? Oh, viel zu viel. Ja, das Problem ist, sie nimmt halt immer auch irgendwie alles andere, nur nicht das, was man... Never ever. Exit. Hey. Exit. Ah, da. Willst du nochmal probieren? Ja, mit der Maus könnte ich wahrscheinlich besser aimen, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit... Ich versuch's mal mit der Tastatur. Ja, schauen wir mal. Bereit machen, Ranger. Kurs startet in 5, 4, 3, 2, 1. Los. Noch 40 Sekunden. Da, das schaffe ich nie. Da bin ich ja fast mit dem Controller noch besser. Noch 30 Sekunden. Shit, wo waren jetzt die? Da bin ich mit dem Controller besser. Einmal probiere ich es dann noch. Noch 5 Sekunden. Nicht geschafft. Normal, Ranger. So, ein letztes Mal. Bereit machen, Ranger. Jo. Startet in 5, 4, 3, 2, 1. Los. Los. Da brauche ich extrem viel Zeit. Okay, wir sind aber ein paar Sekunden schneller als davor. Noch 30 Sekunden. Ich weiß nicht, das könnte vielleicht unter Umständen... Shit, das wird nichts. Das wird nichts, scheiße. Nein, nimm das Richtige, verdammt. Noch 5 Sekunden. Lauf. 5, 4, 3, danke. Du mich auch, du peinliche Aufnahme. Wir haben es geschafft. We did it. Und was ist? Kein Preis? Hallo?
Ich hätte eigentlich jetzt gedacht, dass wir irgendeinen coolen Preis oder so bekommen. Das war jetzt den Stress nicht wert, ehrlich gesagt. Naja, gut. Ich bin jetzt ein bisschen... Nee. Okay, aber wir müssen zur Schwarzsteinverarbeitung. Sektor Elevator, Blackrock Processing. Moment, haben wir die nicht schon mal wegballert? Sind die jetzt schon wieder da? Was ist er denn jetzt? Ah, da. Niemand legt sich mit der Direktorin an. Ah, Turbinenraum. Da waren wir natürlich auch noch nicht. Ah, shit, wie ging denn das mit Vorflashen? So. Gut, ich meine, die Aufnahmesession, wir haben eh. Ach, was? 28 Minuten? Wenn ich sterbe, dann kann ich gleich einen Cut setzen. Den Sprung schaffe ich garantiert nicht. Schauen wir mal, wir sehen uns mal um, was sich sonst noch so tut. Theoretisch müssten wir da drüber springen. Vielleicht können wir da ja irgendwas reinwerfen, ha? Okay, wir werden zerschreddert. Wollen wir gar nicht diskutieren, das geht ziemlich schief. Warum liegen da so viele Dingsis rum? Nimm mal eines mit. Das ist auch wieder nah. Ja, egal. Wir versuchen es. Wie ging das? Nein. So. Oh mein Gott. Gib doch. Haha. Na gut, bevor wir weitermachen, danke fürs Zusehen. Ich muss kurz durchschnaufen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.